Erklärungen zur dritten Einheit. Die dritte Einheit beginnt auf Seite 13. Da muss man mal einiges ausfüllen, was man schon wissen könnte. Da zum Beispiel, wenn man nach Kochrezepten sucht, könnte man, ich würde mal in Google nach Kochrezepten suchen und dann über Querverweise, das sind Hyperlinks, weiterschauen. Oder man kann auch in Wikipedia suchen, was weiß ich, muss ausprobieren, wie man da zum Kochen kommt. Also hier über eine Suchmaschine ist jedenfalls eine gegebene Antwort. Man kann also mit Hyperlinks, Querverweise, das sind Hyperlinks, mit Hyperlinks kann man von einem Text zum anderen springen. Es gibt dort Bilder, Videos, Tonaufnahmen und so weiter. Im Web gibt es viele Angebote, wo überhaupt Kurse organisiert sind, wie zum Beispiel unser Kurs hier, iMOOCs, gratis online lernen. Das heißt im Prinzip Open Education Resources, OER, nach dem könnte man suchen, Open Education Resources, auf Deutsch offene Kurse. Häufig werden diese auch als MOOC bezeichnet, wobei das MOOC für massiv, also für Kurse mit vielen Teilnehmern besteht und der Rest heißt Open Online Kurs. Die Plattform 5 hat sich auf solche Kurse spezialisiert. Naja, da kann man einiges eingeben. Iversity zum Beispiel oder iMOOCs und was euch sonst immer noch einfallen sollte. Und wenn man mit Fachleuten diskutieren möchte, gibt es durchaus Möglichkeiten, das in Facebook, Twitter oder Google Plus zu tun. YouTube ist ein tolles Angebot. YouTube ist ein tolles Angebot. Es verlinkt hier gleich zu YouTube. Das wollte ich jetzt nicht direkt. Gehen wir wieder zurück.